Auch 2017 konnte die Flugrettung Südtirol ihre Tätigkeit ausbauen. Rund 10,3% mehr Patienten wurden im abgelaufenen Jahr versorgt. Die geleisteten Flugminuten sind im Vergleich zu 2016 ebenfalls gestiegen, um rund 8,6%. Insgesamt blicken Pelikan 1 und 2 und der Aiut Alpin Dolomites mit 3.304 Einsätzen auf ein arbeitsreiches Jahr 2017 zurück. Mit insgesamt 122.229 Flugminuten ist 2017 das mit Abstand arbeitsintensivste Jahr für die Flugrettung seit ihrem Bestehen. Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Einführung der sogenannten Tagrandflüge. Damit können die Rettungshubschrauber auch nach Sonnenuntergang und in der Dunkelheit zu Hilfe eilen. In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Gesundheit der Landesnotrufzentrale und den Partnern des Aiut Alpin Dolomites hat der Verein Heli damit einen weiteren bedeutenden Schritt zur Verbesserung der Rettungskette in Südtirol gesetzt. Über 80% der Einsätze sind sogenannte Primäreinsätze. Davon entfallen etwas weniger als die Hälfte auf Freizeit- und Sportunfälle. Dementsprechend fällt auch die Statistik aus. Unfälle und Verletzungen kommt der Löwenanteil zu, gefolgt von internistischen und neurologischen Pathologien. 3.199 Einsätze wurden in Südtirol geflogen, 57 in der Nachbarprovinz Trient und 34 in der Provinz Belluno. In Nordtirol wurde ein Einsatz durchgeführt. Auch die Bilanz der Übungen fällt 2017 positiv aus. Mit insgesamt 8.329 Flugminuten bei 110 Übungsflügen konnte die Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen Südtirols optimiert werden. Wem eilte die Flugrettung Südtirol 2017 zur Hilfe? Mit rund 54% waren die meisten Patienten Südtirolerinnen und Südtiroler. 15,4% kamen aus dem restlichen Italien und rund 30,4% entfallen auf Gäste aus aller Welt. Zusammenfassend kommt der Verein Heli Flugrettung Südtirol 2017 auf 355 Flugminuten am Tag. 9-mal täglich ist einer der drei Rettungshubschrauber 2017 im Einsatz. Diese Zahlen belegen, dass die Flugrettung Südtirol einen besonders wichtigen Beitrag zur Rettung von Patienten im ganzen Land und darüber hinaus leistet. Dies wird auch 2018 der Fall sein.